Hallo zusammen und willkommen zurück zum Skyward Sword Let's Play. Ich bin Zelos Q und heute werden wir uns den Tempel des Erdlandes mal genauer anschauen. Im letzten Part haben wir ja... Oh, warte. Oh. Ah. Die tauchten bis jetzt nicht auf. Komisch. Okay, wo gehen wir denn am besten hin? Vielleicht mal da hoch. Ah, da haben wir gleich mal so einen Bock zum... Ah. So. Aber gerade mal diesen Brocken dazu kaputt machen. Ja, komm schon, komm schon, komm. Ah. Puh. Okay. Ja, komm her. Ja, nicht in die Lava, nicht in die Lava. Oh, warum gehst du nicht hin? Ja. Was? Oh. dieser freche Bastard. Hat dann Kontern einfach nicht. Alter, was? Blöder Wichser, ey. Oh Mann. Ey, ich hab nur zwei Herzen. Das geht nicht. Ey, das geht gar nicht. Oh, zum Glück ist er jetzt verstorben, sonst wäre es mir scheißegal gewesen, ob der in der Lava landet oder nicht. Oh Mann, ey. Okay, dann gehen wir mal die Tür hier rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Mal gucken, was es hier so gibt. Also hier gibt es schon mal wieder ein Loch. Oh, schön, Rubinchen. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Ich habe gerade aufgehört mit Sprinten und plötzlich wollte er nur so einen kleinen Hopser machen. Mitten in die Lava, ouch. Oh Mann. Gehen wir mal den hier platt. Alter, ich kann auch kontern. So. Saubande. Ah, nee, au, 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 au. Kann ich etwa noch. Oh Gott, au, oh, halbes Herz, scheiße. Oh, das ist nicht gut, das ist echt gar nicht gut. Ja, gleich mal einen Trank nehmen. Trank, Trank. Okay, gut, gut, gut. Fast wäre ich wieder in die Lava gehopst. Dann nehmen wir gleich mit der Bombe. Mann, oh Mann, oh Mann. So, den auch gleich mal weg. Schön. Kann man vielleicht da die Wand platt machen? Ah, guck mal später. Ach, dieses scheiß Froschviech da, ey. Das nervig wie Sau. Kämpft man gerade mit so einem Goblin-Viech, Moblin-Viech und dann kommen die immer von der Seite. Ach, nervig. Ich komme da nicht mit dem Schwert nicht ran. Ah, später mal ausprobieren, aber vielleicht doch. Da was kaputt machen können. Oha, oha. Surprise, Motherfucker. Hör auf zu blocken, du Sau, du. Und da fliegt er. Da haben wir noch ein paar Krüge. Machen wir ein paar mal kaputt. Ich bräuchte mal dringend ein paar Herzen. Warum gibt's hier denn so Herzen? Ja. Okay, was haben wir hier drin? Eine Dungeon-Karte, okay. Gut, gut. Ja. Ah, mal sehen, ob wir die überhaupt brauchen. Also so große Dungeon scheint es ja schon mal nicht zu sein. Ja, gucken wir mal. Hier leider wieder nur Rubine. Ah, hier endlich Herzen. Ah, super. Puh, jetzt endlich wieder mal ein bisschen eine kleine Lebensversicherung. Und hier hätte ich zum Beispiel mal eine Bombe platziert. Und mal geguckt, ob man die Wand da platt machen kann. Und es passiert nichts, okay. Sah nur so aus durch die Metallbalken da drüben. Aber gut. Kann mich auch mal täuschen. Okay. Dann sind wir wieder hier in der großen Halle. Da drüben gibt es noch einen Schatz, habe ich gerade gesehen. Gehen wir gerade mal hier runter. In unsere Steinkugel der Verdammnis. Oh, du frecher Bengel, ey. Mich einfach mit seinem Zeug voll. Ah, das Herz kriege ich nicht mehr. Scheiße. Dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht gibt es hier Herzen wieder. Oh, wo sind die Herzen, wenn man sie braucht? Das ist echt furchtbar.
Okay. Ah, nochmal so eine blaue Vogelfeder. Ich glaube, jetzt haben wir zwei Stück davon. Super. Gut, gut, gut. Dann kann man gucken, was in den Löchern da drin ist. Bienen. Erz. Noch ein Erz. Noch ein großer Rubin. Super, super Sache. Super Sache, du. Ah, was haben wir hier noch? Noch ein Erz. Klasse. Ja, die können wir gebrauchen für die ganzen Upgrades hier. Ah, da drüben ist ein Schalter, den erreichen wir aber nur, wenn wir auf dem Ball balancieren. Der hat mich aber erschreckt jetzt gerade. Okay. Dann hier den Schalter eindrücken. Und dann hebt sich die Plattform, okay. Ja, und dann wohl eine Treppe bilden, damit wir da hoch können. Okay, dann wieder auf halbem Wege zurück. Schön, schön vorsichtig. Okay, noch ein bisschen. Da sehe ich schon. Ah ne, da waren wir ja schon. Okay, okay. Dann. Wie kommen wir darüber? Da komme ich nicht dazwischen rein durch. Wie geht's dann rüber? Ich werde mich erstmal absetzen hier. Ja, die Treppen werden dann hier hochgehen. Da ist auch kein Stein oder sowas, den ich jetzt aktivieren könnte, um darauf zu balancieren. Habe ich den Balken da? Nee, doch nicht. Verflixt. Und da ist auch noch ein Tunnel. Ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Bin ich gerade blind oder warum sehe ich das nicht? Also auf jeden Fall gibt es da einen Weg. Aber da drüben, da haben wir ja die Bombentasche her. Und da sonst sehe ich irgendwo einen Tunnel. Hier auch nicht. Wie kommt man denn da rüber, ey? Ich müsste ja noch zu dem einen Schalter hin, um den zu aktivieren. Spionieren wir mal ein bisschen aus mit dem Käfer. Vielleicht finde ich ja was Schönes. Ich nehme bei das Herz mitnehmen. Gut, ist auch egal. Da ist auf jeden Fall ein extra Fluss. Eine Truhe und ein Loch habe ich gesehen. Dann gucken wir mal hier weiter. Und hier ist wieder so ein Überweg. Verflixt, wie komme ich dorthin? Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Vielleicht mal die... Ja, eigentlich hätte ich früher drauf kommen können, mal die Karte zu benutzen. Da gibt es einen versteckten Tunnel. Da kann man pumpen. Ah, da sehe ich schon einen Riss. Perfekt. Und jetzt kann ich da rein? Nein, es ist nur ein größerer Riss geworden. Also gleich nochmal so ein Teil. Jetzt. Hätte ich doch früher auf die Karte geguckt. Oh, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Schon mal gut. Aber das Froschviech werde ich ja gleich nochmal mit der Bombe plätten. Das nervt mich das. So, was haben wir hier drin? Bomben, viele Bomben. Gleich mal ein paar mitnehmen. Gleich mal Vorrat machen. Und die letzte. Gut, dann die Löcher mal anschauen. Ah, Herzen, endlich. Super. Fehlt mir noch ein Herz zum vollständigen HP. Aber... Wow. Alter. Schrecklich. Ja, das sollte so nicht laufen. Egal. Immer ein paar Herzen sind dabei gewesen. So, da vorne sehe ich schon wieder Moblin. Oder Moblin? Oder wie spricht man die aus? Alter, die werden echt immer intelligenter oder bin ich einfach nur dämlich geworden. So, ab in die Lava mit dir. Ein paar Dekonisse, ja, super. So. Jetzt haben wir wieder das gleiche Dilemma. Kann man hier hochklettern irgendwie? Nee. Da ist ein Lavatunnel.
Da, ja, schauen wir uns mal wieder mit dem Käfer um. Gleich mal links herum. Da haben wir so ein Froschviech. Das sieht doch noch was aus für den Käfer. Schauen wir mal. Gleich mal rein hier. Okay. Okay, Rubine, ja. Dann auch noch ein Silberner. Das gibt natürlich schön Geld. Gibt direkt 100 Rubine. Ich glaube, der zweitwertvollste Rubinsorte, die man im Spiel kriegen kann. Na, gucken wir mal gerade mal weiter in dem Tunnel. Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Nicht wirklich. Da ist plötzlich eine Sackgasse. Vielleicht den Weg da rechts. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Schalter oder irgendwie sowas. Nicht wirklich. Hier gibt es aber ein Tor. Ah, mit auch so einem Seil. Machen wir gleich mal kaputt, wenn wir eh schon hier fliegen. Sup. So. Das ist jetzt schon mal das. Okay, ja, dann stellt sich immer noch die Frage, wo wir hier hin müssen. Ah, da ist wieder so ein Riss. Oh. Den hätte ich. Oh. Wie konnte ich den übersehen? Echt tricky das Ganze immer. So, gleich nochmal. So, jetzt haben wir einen Durchgang. Ah, oh, Mann. Ich sollte eigentlich echt mal öfters auf die Karte gucken. Oh, oh, oh. So. Er entkommt mir nicht. Link macht das erstaunlich gut mit dem Schwert in der einen Hand und dem Schild in der anderen. Und dann noch balancieren auf so einem Steinrad, Steinkugel. So. Ah, da sehen wir ja gleich das nächste Opfer zum Zerquetschen. Hihi. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, und Platsch, weg ist er. Gut, das Herz kriege ich jetzt nicht mehr. So, jetzt stellt sich natürlich noch bei mir die Frage auf, wie ich denn das Tor aufkriege. Immerhin, so weit sind wir schon mal kommen. So, da hochspringen kann ich jetzt natürlich nicht. Dann setzen wir uns erstmal da vorne ab. Hopp. Okay, und nehmen wir mal einen Käfer, schauen wir uns mal um. Da links ist noch ein Weg. Vielleicht können wir da noch was erreichen, wenn wir jetzt hier links entlang. Ich bin schon wieder so zwei Moldlings. Und hier geht's. Ah, da ist nochmal so ein Seil. Sehr gut. Jetzt ist es auch offen. Super. Dann gehen wir da gerade mal durch, ne? Aber also schön vorsichtig. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Den möchte ich eigentlich erstmal platt machen. Komm her, ja, 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 ja. Keine Chance. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier mal rüber, da mal hoch. Zwei Moldblins. So, einer weniger. Auf der andere. Genau. Die schmeißen keine Items für mich ab, ey, die Bastarde. Okay, dann Vogelstatue. Speichern wir gerade mal, weil die habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Gut, dann. Du. Gehen wir gerade mal hier rüber. Ah, der hört von selbst auf nach einer Weile, okay. Aber Glück gehabt, dass gerade in dem Moment, ne? Ich habe eigentlich einfach nur recht durchwollen. Und hier, eine Brücke aus Lava, in Anführungszeichen. Wie das funktionieren soll, kann ich euch jetzt auch nicht erzählen, wirklich sagen. Alter, wie schön. Boah. Kommt die plötzlich? Wo kam die plötzlich her, die verflixten Viecher, ey? Hätte ich gar nicht gesehen zuerst. Verschreckt. So, da sind wir jetzt endlich wieder in der großen Halle. Und den da schnapp ich mir gerade mal. Gerade die richtige Richtung eingeschlagen. So, machen wir direkt mal den Schalter noch rein. So, jetzt fahren sich alle Teile nach oben. Jetzt können wir da wieder hoch. Sehr gut. Und da möchte ich nochmal kurz rüber. Alter, was? Alter, diese Extra-Floss. Diese Extra-Floss in diesem Spiel, die sind echt frech.
einfach nur frech, dass es Lava gibt. So, dann gleiche Scheiße wird nochmal passieren. Deshalb gebe ich dir nicht richtig hart hier auf die Fresse. So. Jetzt bin ich zufrieden. Sehr schön. Gut. Ah, da gibt es auch wieder ein paar Herzen. Sehr schön. Hätte ich früher brauchen können. Jetzt ist es schon ein bisschen spät. Okay, kleine Truhe. Oh, das war's für die Bühne. Das ist gut. Kleinvieh macht Mist. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig, auch was Schätze betrifft. Können wir da endlich weiter. Sehr schön. Okay. Sonst haben wir nichts mehr. Ja, genau. Und dann gehen wir mal hier hoch. Da haben wir noch ein paar Krüge. Dann kann man kaputt. Vielleicht ist ja noch irgendwas Wichtiges drin, was wir brauchen können. Ah, ein paar Deko-Nüsse. Das ist gut. Das ist gut. Ein paar Geschosse für unsere Schleuder. Okay, dann geht's, schätze ich mal, hier hoch. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwelche... Ah, da gab's Löcher. Konnte ich in die Richtung öffnen, weil die fliegen dann direkt in die Lava. Die Rubine. Dann haben wir hier Herzen, Rubine. Schätze ich mal, okay. War ein gemischtes Loch. Drüben vielleicht auch noch eins. Ah, so. Bernstein, Halbmond. Cool. Schätze, wir müssen hier sprinten. Oh, jetzt gab's zum Glück eine Lücke. Wow. So, schon mal so weit haben wir es geschafft. Geht's da hier gleich nochmal hoch? Aber ich möchte erstmal gucken, was wir hier drüben haben. Okay, nochmal ein paar Bomben mitnehmen. Da schon wieder so Löcher. Ach, aber eigentlich Herzen brauche ich nicht mehr. Ich würde mich jetzt freuen über Herz. Wow. Okay. Dann kann es hier, glaube ich, schon hochgehen. Aber ich möchte erst mal gucken, ob ich das vielleicht auch so... Ob ich das schon mal hoch kann. Oh, wow, oh, okay, okay. Dann kommt man nicht. Oh, ich muss weg. Ich muss weg, 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 weg. Okay, das Ding muss erstmal aufgesprengt werden, damit ich da in Sicherheit gehen kann. Und die haben eine geschlossene Reihe gebildet. Oh, oh, kann ich die... Okay, also so wird das nichts. Vielleicht mal wieder deine mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, da war ja auch extra ein Podest dafür. Gleich mal schauen. Das sieht ja spannend aus da vorne. Okay, ja, hier haben wir so einen kleinen Balkon oder Podest. Ich glaube, das da könnte die ausbremsen. Schauen wir mal. Dass sie nicht so früh explodiert. Hey, super. Gut, gut. Und dann gehen wir wieder runter. Genau, hier müssen wir rüber. Da scheint Zelda sich zu befinden. Da Zeldas Aura dort. Oh! Upsala. Ein bisschen überschwätzt. Die Plattform unten. Ja, und Zelda scheint gar nicht mehr so weit weg zu sein. Rennen wir mal hier hoch. Ja, da kamen die Steine von rechts oben. Ah! Oh, oh! Jetzt bin ich da ausgerutscht. Verdammt. Oh, das war knapp. Okay. Jetzt dürften die aber langsam keine Steine mehr haben. Da kommen ja noch mehr. Was soll das? So. Kann ich da kurz Pause machen? Na, oh, wow. Okay. Gleich nochmal. Ach komm schon. Wieso haben die so viele Steine hier, ey? Oh, Gott, nein. Verdammt. Gleich nochmal. Wie viele Steine haben die eigentlich hier? Das ist furchtbar. Okay. Das sprinten wir halt direkt hoch. Gerade noch so geschafft.
Da scheint das Tor zu sein, genau da ist Zelda dahinter. Aber da befindet sich ein Strom aus Lava, da können wir schlecht durch. Gibt es einen Weg nach links und einen nach rechts? Ich hätte mal gerade den links ausgecheckt. Okay, also never mind. Links ist da nichts mehr. Also gehen wir dann gleich den rechten Weg entlang. Erstmal kurz mal safen. Okay, dann machen wir weiter. Okay. Oh, das sieht ja aus wie der Drache drüben. Okay. Die Kiste sieht besonders... Ah, genau wie beim letzten Tempel. Gibt's hier einen Schlüssel. Super. Ein Drachenschlüssel. Sweet. Gut, genau hier nicht vergessen, irgendwas mitzunehmen. Ja, gut. Dann gehen wir mal Zelda retten. Aber wie machen wir es mit dem Strom der Lava? What's going on? Wow, shit. Fuck. Rennen. Lauf, Link, lauf. Indiana Jones Style. Und praktischerweise steckt der Stein jetzt in dem Mund Maul von dem Drachenviech-Dingens-Gedöns. Aber speichern hier, dass wir das überlebt haben. Okay, dann gehen wir mal zum Tor. Und okay. Naja, wird dann mal auch an der Stelle einen Cut machen in der Aufnahme. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder vom Skyward Sword Let's Play, wo wir dann den Drachenschlüssel einsetzen und uns zu Zelda begeben würden. Und ja, hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.